Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielbus Simulator 18, Leute. Da will jemand schon eine Fahrkarte kaufen. Es geht heute nicht nach England, auch wenn wir mit CityLink Gold unterwegs sind. Oh, da muss ich mir mal niesen. Ja, die Pollen, Leute, die fliegen einfach rum. So. Und, ja, wir wollen heute so ein bisschen über CityLink Gold reden, auch wenn es da gar nicht so viel zu besprechen gibt. Nein, ich wollte nicht. Was? Okay, geht schon gut los. Auch wenn es da nicht so viel, ja, drüber zu sprechen gibt, aber ich wollte euch ganz, ganz kurz, wie gesagt, erklären, was das ist und wo die überhaupt sitzen und ja, ihr kennt das Spektakel, ja. Nee, und das finde ich ja auch ganz cool, wenn man diese Repaints sieht und man befasst sich dann damit und informiert sich. Ja, und ich weiß gar nicht, ich habe das Repaint ja schon eigentlich richtig angeschaut hier. Das ist das gute Ding. More than a journey. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass der Bus passt da nicht jetzt zu, weil. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Weil. Die sind halt schon, glaube ich, so ein bisschen luxuriöser, ne? Ich glaube, die fahren da mal wirklich mit Reisebussen rum, weil die fahren halt von Glasgow bis Aberdeen, nehmen da halt noch so ein paar andere Städte mit. Also sprich, viel in England unterwegs, auf jeden Fall. Ein Ort, der sagt mir gar nichts, irgendwie so. Ja doch, der sagt mir was. Also Edinburgh sagt mir natürlich was. Aber hier einer so Dundee oder so ähnlich. Der sagt mir eher weniger was. Schau ich mal an, wo das liegt. Muss ja dazwischen liegen, ganz klar. Schottland. Ach, okay. Küstenstadt. Krass. Ja, und also ich schaue mir gerade nämlich parallel dann den Timetable an, den Fahrplan sozusagen. Ist ganz interessant. Und ja, die WM halt mit More Than a Journey, also ne, schon, ich sag mal, eine andere Klasse und allein die Farben, so dieser Rotton, wie ihr nehmt, man guckt jetzt hier, ist ja schon, da sieht schon ein bisschen, wie sagt man so bei uns schon, Lackschuh aus, ne? Nein, luxuriöser aus. Da gibt es, habe ich gesehen, Getränke an Bord werden da serviert. Also so, da steht Menüs. Also da bin ich echt mal gespannt. Hier steht auch, also die werben damit, von Glasgow nach Aberdeen zu fahren. Ja, innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten. Oder Glasgow to Inverness. Warte, ich schaue hier auch nochmal eben nach. Ich muss mich aber auch aufs Busfahren konzentrieren, das ist es nämlich auch. Auch wenn ich hier so ein paar Stories erzähle, muss halt schon der Fokus hier im 18er bleiben. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Da gibt's auch schon Beef im Bus. Ich kann mich jetzt aber auch nicht darum kümmern. Auch in Schottland halt, ne? Nordostküste. Mal öffnet sich schon Maps, als ich drauf geklickt habe. Und halt, wer kennt's nicht? Edinburgh, Aberdeen, ne? Hier und die werben halt hier, wenn ich mal vorlese, All Services, boast our luxury onboard features like free, refreshments and Wi-Fi facilities. Also, ihr merkt es schon, ne? Keine Ahnung, die Preise stehen die da auch bei? Ich sehe sie gerade nicht, ehrlich gesagt. Ah, sieht schon ganz, ganz, ganz nett aus. Aber deswegen, da wollte ich mal ein bisschen was zu erzählen. Kann ich vorher überhaupt nicht. Das sieht schon ganz nice aus. Aber auch hier fällt mir wieder auf, ne? Hinten das Nummernschild passt hier auch nicht so richtig komplett, ne? Ist auch so ein bisschen abgehackt. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. So, hier ist unsere
Station, unsere erste. Weil es echt schon. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Frage. So, ah, ich glaube, das lag wirklich am Bus. Jetzt ist wieder alles rein deutsch. Sag mal so. Habe ich jetzt Tag gemacht? Tag, Standard, Einzel, sieht gut aus. Sehr schön. Ich danke auch. Danke für die Bezahlung. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Leute, nicht so viel streiten hier. Sie schon wieder. Sie waren auch erst letzte Woche hier in der Tür eingeklemmt. Wie, letzte Woche gab es auch gar keinen Bussimulator 18. Ich weiß nicht. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich... oder ja, genau, dass ich zwischendurch nicht Bussimulator 18 als also so Begrüßung sage, sondern einfach mal 16. Keine Ahnung. Ich kann, also, ich kenne jetzt zwar keine Folge da, wo ich es gesagt habe, aber eben in dieser Folge, da wollte ich schon wieder 16er sagen. Weil wir haben ja fast 200 Folgen im 16er gespielt, ne? Und es ist einfach immer noch ungewohnt, ich weiß es nicht. Auch wenn man sieht ja schon doch so leicht Unterschied zwischen diesen Games. Aber, wir hatten ja auch schon mal das Thema, es ist doch so ein bisschen wenig. Da muss doch, also so ein klein bisschen mehr hätte man rausholen können. Definitiv. Auch wenn so ein paar neue Features hier drin sind und, ne. Aber ich denke, das ist jetzt ein anderes Thema. Leute. Nein, ich will jetzt nicht noch weiter über CityLink Gold sprechen. Aber ich kann euch sagen, meine Fahrgäste fühlen sich hier auch, ne. Sehr wohl. Es ist schon ein Erlebnis. Es ist schon ein Erlebnis, hier mit der Redhaus GmbH zu fahren. So. Jetzt muss ich erstmal hier schauen. Ja, wir kommen wieder überhaupt nicht vorwärts. Ich kann mich noch erinnern, wir sind diese Strecke schon mal so ähnlich gefahren, haben sind wir auch über das eine Handelszentrum, mussten wir auch so einen Bogen fahren. Ja, jetzt sind wir wieder hier, also wir kommen jetzt gleich wieder auf der gleichen Straße. Es zieht sich halt, wenn wir mal schauen, wenn wir uns mal die Karte angucken. Aber ich habe ja auch gesagt, ganz ehrlich Leute, wir haben echt keinen Stress. Ne, wir haben schon ganz gut was geschafft. Es kommen immer wieder ja, kleine Updates raus jetzt. Oder ja, jetzt das, ich meine, der Kennzeichengenerator jetzt in dem Sinne nichts Besonderes. Aber es ist halt cool, dass er wieder dabei ist. Auf jeden Fall, das muss man so sagen. Im 16er. Also ich habe gedacht, dass dieser Kennzeichengenerator schon von Anfang an dabei ist. Also, weil. Holy shit! Fahren Sie, man. Mein Lenkrad ist gerade lose gegangen. Ich musste ganz schön nach Eisen gehen, so. Und ihr seht jetzt nichts mehr. So, okay. Dass der schon von Anfang an dabei ist, aber das... Keine Ahnung, vielleicht sollte er es. Vielleicht haben sie es nicht geschafft, wegen der Zeit und so. Aber, ja, aber jetzt ist er da und alles gut. Alles ist gut. Und kostenlos läuft. Aber so viele Mods sind ja auch kostenlos, das muss man auch sagen. Was heißt viele Mods? Also viele Repaints sind da und es ist jetzt dieser eine Modbus und ich glaube schon eine Test-Map-Karte. Da lohnt sich aber echt noch nicht reinzuschauen, weil es ist wirklich eine Test-Karte. Deswegen. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Möchte auch immer mitfahren. Nicht? Okay, dann fahre ich ab. Ah, der da war laut Musik, gehört da in seiner kleinen, in seinem kleinen Flitzer. Hey, die wollten doch gar nicht einsteigen. Was soll denn das? Sag mal. Ich glaube, es hackt hier. So eine Äußerung hier. Hä? Oh. Oh. Verdammt. Das war nicht so cool. Oh, da müssen wir hupen. Okay, jetzt müssen wir uns aber gut benehmen. Wie war das noch mit CityLink Gold? Danke, dass ich glaube, Sie so glücklich sind. Wir haben schon verkackt. Bis dann. Tschüss.
Fahrkarte, bitte. Ja, na klar. Möchten Sie Wässerchen, eine Cola, einen Kaffee? Sie wissen ja, hier gibt es auch Menüs. Hiermit werben wir. Okay. Na, niemand mit? Okay. Kerzi, viel los, ey. Ist ja Wahnsinn. Hier ist ein Hotel direkt nebenan. Das wird wahrscheinlich auch viel kosten. Hier neben dem Park, Kongresszentrum. Oh, läuft. Das ist echt nicht mein Wetter. Wie, ist so warm draußen? Oder wer? Ich kann Klimaanlage machen. Die funktioniert hier. Ging das zur... Egal, ich sag nichts. Ich sag nichts. Weil ich find's auch mal blöd, wie auf manchen Dingen immer so rumgehackt wird, ne? Na, warum gehst du nicht zurück? Du sollst automatisch zurückgehen. Ich überlege mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Kommt's. Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich die ganze Arbeit. So, Kopfsteinpflaster, wer kennt es nicht? Finde ich cool den Sound. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr rappeln. Absolut pünktlich. Gerne. Tschüss. Tschüss. Na klaro, Einzelstandard. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Na klaro. Sägewerk, alles klar. So, Blinker links. Weiter geht's. Ach, wir haben gar keinen Geschwindigkeitsbegrenzer reingemacht. Erstmal reinmachen. Ne, weil wir fahren ja schon mal ein bisschen zu schnell. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, 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 oh. Nicht, dass wir da noch ein Auto kratzen. Das wollen wir ja nicht. Rechts kommt nichts. Wir können eigentlich durchballern. Ah, da kommen schon ein paar mehr Autos. Aber der hält an. Okay, ich glaube, links war Einbahnstraße, deswegen... Alles gut. So, wir müssen rechts abbiegen, meine lieben Fahrgäste. Guck mal, sogar noch Sightseeing hier, ey. Läuft. Boah, das ist echt schon eng hier teilweise. Vor allem, also dieses um die Kurve fahren, ne? Das ist schon, das haut schon rein. Guck mal. Steht hier? Martins Marine Museum. Läuft. So, links abbiegen. So, wir haben sogar grün, ey. Wir haben ja Glück gerade. Wir haben ja Glück gerade. So. Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Sehr pünktlich, danke. Gut. Bis dann, tschüss. Will noch wer aussteigen? Oder einsteigen? Oh, jo. Oh, der ist ja leer, der Bus. Bin ich so schrecklich? Okay. Bin ich ein so schrecklicher Busfahrer? Aber ich bin doch so nett. Aber sie können nicht Bus fahren. Hm, okay. So schlimm. So. Die Lindnergasse. Wer kennt sie nicht? Ist ein Politiker. Gleich läuft er daher. Der Christian. Ah, ein Kollege. Der steht da. Den hat er schon mitgenommen. Der ist gerade eingestiegen. Habt ihr das gesehen? So, warte mal ganz kurz. Okay, perfekt. Das ist da einmal. Okay, der Kollege fährt auch ab. Das freut mich. Aber eben möchte ich niemand einsteigen. Ich meine, wir sind hier auch sehr pünktlich, ne? Schau ich doch erstmal. Oh, letzte Haltestelle kommt noch.
Schwarzfahrer 2, Einkommen aktuell für 200, okay. Ist gar keiner mehr drin? Oh. Alles klar, ich steig ja mal ein. Wenn keiner mitbauen möchte, fahre ich jetzt so. Es bringt eigentlich gar nichts, zur nächsten Haltestelle zu fahren, ohne Witz. Okay, wenn ein Kollege den Bus dann so, wenn man weit spielen würde, ein Kollege könnte ja dann da den Bus übernehmen, ne? Das bringt es jetzt richtig. Aber okay. Da komme ich mit klar. Der andere Busfahrer hat mir einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach die Fahrgäste geklaut. Finde ich schon eine Frechheit. Vor allen Dingen, pass mal auf. Hier sind welche ausgestiegen in den anderen Reihen. Weil, der ist ja vor mir da, ne? Wahrscheinlich so gedacht. Aber okay. Ich muss aber sagen, ich war auch sehr pünktlich, ne? Vielleicht schon ein bisschen zu pünktlich. So, hier müssen wir echt mal gucken. Ob wir uns da irgendwie einreihen können. Ja. Ich dachte mir so vor den Grün. Jo, perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Hat er auch Endstation? Oder fährt er weiter? Er fährt weiter, sagt er. Okay. Guck mal, jetzt müssen wir noch Müll einsammeln. Bin doch eben schon. Ah, da liegt der Müll. Noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Okay. Da muss ich erstmal noch ein Bildchen machen. So viel Zeit muss sein, Leute. Okay, dann beenden wir das Ganze. Ach, 12.000, also das ist ein bisschen mager, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. So. Jetzt muss ich mal schauen. Wir werden bald Level 18 werden. Was kostet nochmal 550.000? Und es wird bald passieren. Es wird bald passieren. Jetzt überlege ich mal. Ist ja eigentlich echt kein Problem. Wir nehmen einfach einen Fahrer. Woanders weg. Wo kein ZOB drauf ist, also zum Beispiel ganz oben. So, die sind ja auch schon Level 5 sicherlich und gehen dann zu dieser Linie. Genau, packen den da drauf, also ist ja echt kein Problem. Handhaben wir das gerade mal so. Deswegen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir können, genau, wir bereiten ja auch schon mal vor. Jetzt müssen wir noch den Fahrer finden. Da, der Berthold. Mensch. Das sieht ganz gut aus. Oh, was haben wir hier? Übersättigt. Wir müssen es trotzdem ausprobieren. Ganz einfach. Wo ist denn die Übersättigung? Halt, alte Brauerei, da. Hier. Alte Brauerei.
Ja, okay. Oh ja. Nehmen wir trotzdem mal mit. Wir probieren es mal. Gut. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wir werden jetzt, glaube ich, keinen neuen Bus kaufen. Vielleicht nehme ich noch ein neues Repair mit rein, damit es spannend bleibt. Aber wir müssen jetzt sparen, weil wir auch dann bald Level 18 sein werden. Und dann wollen wir noch den neuen Bus testen. Deswegen, also irgendwo müssen wir ein bisschen sparen jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.